Der Verein Solardorf-Kettmannshausen aus dem Ilmkreis ist der Gewinner des Thüringer Klimaschutzpreises Die Blaue Libelle 2023. Überreicht wurde der Preis von Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele. Seit 2001 macht der Verein Bildungsangebote, um vor allem Grundschüler spielerisch an die Bedeutung nachhaltiger Energieversorgung und Klimaschutz heranzuführen. Die Projekttage des Solardorfes Kettmannshausen zeichnen sich durch die Kombination von Wissenschaft und Spaß aus. Dabei wurden die Formate kontinuierlich weiterentwickelt. Ging es anfänglich hauptsächlich um Ressourcenschonung und Solarenergie, steht aktuell zusätzlich das Potenzial von Wasserstoff im Mittelpunkt. Knapp 400 Projekttage wurden inzwischen in Kooperation mit der Klimaschutzstiftung in ganz Thüringen durchgeführt. Der Verein betreut die praktische Umsetzung und stellt das Personal und die Technik. Die Stiftung trägt teilweise oder vollständig die Kosten. Die Auszeichnung mit der Blauen Libelle ist die logische Konsequenz der jahrelangen Zusammenarbeit. Einerseits freut uns das natürlich, dass unsere Leistungen von der Stiftung so anerkannt werden. Andererseits ist es für uns natürlich eine weitere Motivation, neue Modelle zu entwickeln, um die Schüler sehr frühzeitig dahin zu bringen, wie können wir denn vor Ort klimaneutral konkret was machen. Nicht nur darüber reden, sondern halt zum Beispiel grüne Dächer zu machen, was brauchen wir für Schichten oder wie können wir diese Agri-Photovoltaik zum Beispiel auch im Garten machen. Im Rahmen der Auszeichnung wurde auch das 20-jährige Bestehen der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen gefeiert. Seit ihrer Gründung förderte die Stiftung zahlreiche Initiativen und Projekte. So konnten 68 Unternehmen in ihren Bemühungen um Energieeffizienz unterstützt werden. 82 Liegenschaften von Kommunen und Gemeinden wurden im Rahmen des Projektes Energieeinsparung in kommunalen Liegenschaften optimiert. Rund 220.000 Euro flossen an Dritte für Projekte zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien und über 650.000 Euro gingen an stiftungseigene Projekte. Diese Leistung wurde auch von Thüringens Umweltminister Bernd Stengele gewürdigt, der die Bedeutung von Organisationen wie der Klimaschutzstiftung Jena Thüringen hervorhob. Wir können als Politik, wir können es nicht schaffen ohne Institutionen wie zum Beispiel die Klimaschutzstiftung. Die bringen die Verbände zusammen, die schaffen Netzwerke, die bringen es in die Bevölkerung und vor allem, Sie haben es erwähnt, vor allem zu den Kindern. Und zwar einfach, dass Kinder einfach in einer Welt aufwachsen und diese Welt verstehen und was diese Welt erfordert und das spielerisch und auch voll Optimismus. Das ist das besonders Wichtige daran. Gegründet wurde die Stiftung von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Von ihrem Hauptgesellschafter, der Stadt Jena, gab es von Beginn an die Vorgabe, Energieversorgung nachhaltig und ressourcenschonend durchzuführen. So kam es zur Errichtung der Stiftung im Jahr 2003. Seit dieser Zeit haben die Stadtwerke 5 Millionen Euro in das Stiftungskapital eingezahlt. Mit den Erträgen aus diesem Kapital wurden die verschiedenen Projekte finanziert. Diese Arbeit soll natürlich auch in Zukunft fortgesetzt werden. Wir werden im Wesentlichen in dem Bereich weiter tätig sein, in dem wir in den letzten Jahren auch tätig waren. Unternehmen zu unterstützen beim Thema Energieeffizienz, Kommunen zu begleiten, Experten mit neuestem Wissen zu versehen im Rahmen unserer Fachtagungen, aber vor allem, und das wird der Schwerpunkt sein, im Bildungsbereich, gerade bei Kindern und Jugendlichen, schon das Thema Klimaschutz und auch Technologien dazu zu platzieren. Klimaschutz ist wichtiger denn je. Organisationen wie die Klimaschutzstiftung Jena Thüringen tragen ihren Teil dazu bei, das Bewusstsein bei Menschen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen weiter zu stärken.